darf's was sein, der Herr? Frische Kräuter, Gewürze? Sag mal, Kleiner, bist du nicht vom Schloss? Ja, ich helfe vormittags in der Küche. Das Teufelskraut hier. Kaufst du das für die Gräfin, ja? Wieso Teufelskraut? Suppengrün hole ich. Dill, Wegerich, 1000 Güldenkraut, Sellerie und sowas. Ach, im Vertrauen, Herr. Daraus macht sie einen kräftigen Liebestrank. Der zieht den Männern die Hosen ganz von selber aus. Ja. Wohl für Gräfin Salmenau? Nein, für meine Schwester, die heiratet morgen. Na, wollt ihr nicht kommen? Ihr seid eingeladen. Die Gräfin auch? Oh, was habt ihr nur immer mit der Gräfin? Halt's Maul! Jetzt werden wir dir die Hosen ausziehen. Ja, aber ohne Wegerich und 1000 Güldenkraut. Na, was wollt ihr von mir? Na, na, lass mich los! Beweg dich! Nein! Was hab ich denn getan? Ich bin unschuldig! Erleichtert euer Herz! Bald werdet ihr vor dem ewigen Richter stehen. Bekenne, dass du der Gräfin Salmenau einen Zaubertrank brauen solltest. Ist das nicht die Küchenmagd, die Kräuter für die Gräfin kaufen sollte? Ja, das ist das Mädchen. Und, hat sie bereits gestanden? Nein. Die Liste. Hier. Warum werden mehr Menschen geköpft als verbrannt? Die Teuerung im Lande. Holz kostet Geld. Köpfen ist billiger, Herr von Rolf. Hör auf! Erst wenn du gestehst. Leg dir die Daumenschrauben an. So, der Pfaffe kommt. Viel Spaß mit der Kleinen. Na, Pfäfflein, was tut ihr hier? Was wollt ihr an diesem freundlichen Ort? Ich habe Erlaubnis bekommen, der Küchenmagd die letzte Beichte abzunehmen. Dann beeilt euch, sonst fürchte ich, ihr kommt zu spät. Nein! Hast du noch nicht bekannt? Nein, lass nicht! Wenn ich etwas Falsches bekenne, könnte ich das vor Gott nicht verantworten. Ich werde bald vor ihm stehen, wenn ihr mich weiter so quält. Und ich werde... Nein! Wenn ihr der Teufel nicht bald das Genick umdreht, helft nach.